9.30 Uhr, die Eröffnungsglocke der New Yorker Aktienbörse läutet, es geht los. Und die erste halbe Stunde ist meistens besonders volatil. Wie soll man sich verhalten in dieser Phase? Darüber reden wir jetzt mit Birger Schäfermeier von der European Trading Academy hier an der Frankfurter Börse. Birger, warum ist die erste halbe Handelsstunde an der Börse so volatil? Ja, die Eröffnung ist eben, der Markt sucht seine Richtung und der Eröffnungsfall zwischen Bullen und Bären und wird eben versucht auszufechten, in welche Richtung gehen wir denn heute. Jetzt ist die erste halbe Stunde nicht nur volatil, sondern sie ist für dich als Daytrader auch besonders wichtig. Wie kommt's? Ja, weil ich so ein paar bestimmte Muster in dieser Eröffnung, in diesem Kampf ausgemacht habe. Und es ist immer wieder so, dass wir uns am Anfang versuchen wegzubewegen. Erstmal nehmen die Bären das Ruder in die Hand oder die Bullen. Aber es gibt immer noch mal so ein Fightback und das heißt, wir kommen zu diesem Eröffnungskurs in der ersten dreiviertel halben Stunde meistens noch mal zurück. Jetzt schauen wir uns das Ganze hier mal an. Bei eSignal haben wir das mal aufgezeigt, die blaue Linie. Da sieht man dann auch tatsächlich, dass die Volatilität in der ersten halben Stunde hoch ist. Erklär uns doch mal das kurz. Also wir haben kurze hohe Volatilität, aber was man eben auch sehr schön sehen kann, ist, du siehst, hier ist die Eröffnung. Der Markt geht weg von der Eröffnung, kehrt zurück zur Eröffnung. Aha. Nächster Tag. Hier ist die Eröffnung, wir gehen weg von der Eröffnung, kehren zurück zu der Eröffnung, gehen nach oben weg, kehren zurück zu der Eröffnung. Das heißt, und dann bewegen wir uns erst im Laufe des Tages weiter. Das heißt, du siehst hier tatsächlich, dass sich nach der ersten halben Stunde der, oft jedenfalls, der Tagestrend entwickelt. Ja, in der ersten Dreiviertelstunde würde ich sagen. So. Wie verhältst du dich denn als Daytrader in der ersten halben, dreiviertel Stunde? Bist du da mit dabei oder sagst du, hey, ich warte erstmal ab, bis das vorbei ist? Also viele geben den Rat, halte ich aus dieser volatilen Zeit raus. Für mich ist allerdings, da wir immer wieder zurückkehren, dass gerade ich warte eigentlich, dass wir uns weit genug wegbewegen von der Eröffnung und dann wette ich einfach drauf, dass wir wieder zurückkommen. Das ist für mich eine Eröffnungsstrategie. Das heißt, ich habe ganz festgelegte, einfache Strategien für die Eröffnung, die ich dann standardmäßig mache. Und wenn dann diese erste Dreiviertelstunde durch ist und du siehst eine Tagestendenz, dann kannst du dich auch dementsprechend positionieren. Genau, und dann positioniere ich mich nach dieser Dreiviertelstunde mit der Tagestendenz. Ist das auch ein Indikator, der relativ einfach ist für Anfänger? Die Eröffnungsstrategie ist eine der einfachsten Sachen überhaupt, weil die ganz mechanisch umzusetzen ist, aber eine der mental schwierigsten. Weil der Markt macht auf, rennt, sagen wir mal, 5 Punkte in die eine Richtung, der S&P, und dann musst du genau in die Gegenrichtung wetten, obwohl der gerade so stark ist. Das fällt natürlich total vielen schwer, weil sie sagen, oh, dreht der jetzt wirklich? Die Erfahrung sagt, in den meisten Fällen dreht er wirklich. Und wenn nicht, haben wir einen Stopp drin. Von daher ist es dann nicht so schlimm. Das heißt, das Entscheidende, wie so oft beim Trading, ist hier Psychologie. Das ist eine Strategie, die ist für die psychisch mental Starken. Super, vielen Dank, Birger. Bitte.